Hallo? Streamtest wird durchgeführt? Hoffen wir mal, es läuft. Achso, ich könnte mal Licht anmachen, dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Studiert. Ja. Ich hoffe, es hat niemanden gestört, dass ich Freitag nicht gestreamt habe. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es große Beschwerden gab. Ich hatte das Problem, dass mir Freitag einfach total dreckig ging. Hier halb kotzend in der Ecke lag. Aber nee, ist nett von euch, danke. Mich dann noch nebenbei anzufragen, Leute, Krisio, streamst du nochmal? Entschuldigung, Krisio, streamst du? Ja, nee, super, gerne. Ich werde jetzt aber eine Runde DCS Online spielen. Als Nachholstream, als Entschuldigungsstream, wisst ihr, weil ich hab's ja versprochen. Und es tut mir auch mega leid, dass ich Freitag nicht streamen konnte. Ich hätte gern Freitag einfach CR 256 durchgezogen. Aber es war nicht drinne. Es ging mir dreckig. Deswegen holen wir heute ein bisschen was nach. Ich weiß, heute kriegen wir nicht ganz so viel zusammen wie in den letzten Wochen. Ich habe meine Mikrofon gerade geschlagen. Denk mal, heute werden wir es nicht ganz so viel packen, weil Sonntagabend. Da hat nicht so jeder Zeit. Was rede ich hier eigentlich gerade? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich muss hier gerade noch was einrichten. Aber ich möchte schon mal, dass die ersten schon mal sehen. Oh, wir streamen. Dankeschön. Bitteschön. Streamen insgesamt 25 Stunden lang. Ey, Twitch, du kannst auch ein bisschen nerven, um ehrlich zu sein. Einfach mal ein bisschen rumzicken, wa? Hauptsache rumzicken. Einfach mal ein bisschen rumzicken, wa? Hauptsache Ich rumzicken. glaube, Einfach mal ein bisschen rumzicken, wa? wir können die Hauptsache, Qualität ich beim glaube. Video einstellen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, poste ich mal auf YouTube schnell noch, falls irgendwer dort sieht. Und auf Instagram, dass wir jetzt gleich in DC sind. Ja, meine Kommentare, da gab es richtig Ärger. Da gab es richtig Zickereien, dass Icke nicht am Freitag gestreamt habe. Nachdem ich es doch von tiefstem Herzen aus versprochen habe. Ich habe jetzt gerade natürlich die Setup-Exe gestartet, statt DC selbst. Und ich habe es nochmal gemacht. Nee, es läuft. Hallo Jemiel, wir starten hier gleich den DC-Stream. Es tut mir leid, dass ich Freitag nicht streamen konnte. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Rufe das Dashboard. Es gibt ein mobiles Twitch-Dashboard. Na, das ist doch gar nicht so kacke. Es ist ruhig. Zu ruhig. Wir haben einen Zuschauer, 70 Follower, 385 Aufrufe. Das ist doch schön. Oder so. Das sieht gut aus. Dann gehe ich mal hier auf Screen with Cam. Sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Dann starte ich mal. DC Universe Online. Egal, hatte Freitag eh keine Zeit. Na, das lob ich mir. Das lob ich mir. Also keiner von denen, die Freitag gemeckert haben. Ich wollte das jetzt gerade mal auf Instagram, auf YouTube. Auf YouTube wollte ich eigentlich erstmal posten. Dass wir auf Twitch streamen. Halten zum Überspringen. Perfekt. So, wie postet man hier nochmal diesen Unfug? Video live posten. Posten, genau. Mit Nixio auf Twitch, falls wer Bock hat. Smiley posten. So, dann kommen wir mal gleich online hier. Steige ein Charakterlevel auf. Was passiert, wenn ich das anklicke? What? Echt, sowas geht, so ein Unfug? Ja. Ich kann also direkt auf CR 210 springen. Ist doch schön. Ist doch schön. Nee, gerne. Super. Schöne Sache. So ein Schwachsinn. Wer will denn das? Das macht doch gar keinen Spaß, denn. Muss man sich ja alles wieder erkaufen mit Daybreak Cash. Nee, 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 nee. Wir spielen hier schön ehrlich, die ehrliche Variante. So, achso, ich poste gleich mal so.
Sollen wir schnell kurz Stabilisator machen? Was für ein Stabilisator? Stabilisator? Du meinst, hier, kann ich mir kaufen. Was willst du denn? Stabilisatorenfragmentierung? Können wir machen, sehr gerne. Jetzt mich ein, dann machen wir die Runde. Ich habe ein F1. Prämien für gewährte Gegenstände. Instabiles Siegel der Vollendung. Maximiere das Potenzial deiner Bonus-Katalysatoren in diesem instabilen Siegel der Vollendung. Achtung, dieses Siegel ist instabil und beginnt bereits zu zerfallen. Nutze es, bevor es nicht mehr einsetzbar ist. Anforderung. Ich habe keine Ahnung, was ich da gedrückt habe, aber egal. Ich drück gleich rein. Alles gut. Ich bin sofort bereit, Jemir. Gib mir einen Moment. Dieser mysteriöse Volksstamm symbolisiert blabla. Bonus garantiert einen erfolgreichen Durchbruch und wird bei dem Vorgang verbraucht. Was? Was? Wofür ist der Schwachsinn? Mal ganz im Ernst. Kann mir nicht jemand sagen einfach? Ja, schön. Hab erstmal das Pick weggemacht. So, jetzt haben wir's. Ich bin sofort bereit, Jimmy. Gib mir einen Moment. Damit die Leute das auch mitkriegen, weil sonst kriege ich wieder Ärger, da ich es nicht gepostet habe auf Insta. Weil die Leute folgen mir genau aus dem einzigen Grund auf Instagram. Damit ich auch mal so einen Schwachsinn poste. Auch wenn mir dann mich meine Freunde dafür hassen werden. Aber egal. Für die Klicks. Oder so. Ihr wisst doch, was ich meine. So. Ja, guten Tag. Das ist ja eine nette Rüstung. Oh, so schönes Wetter heute. Und so nette Leute. So, ich bin bereit. Ah, perfekt. Gleich bereit. Besser könnte es ja gleich laufen. Wie ist der Ton, Jemir? Ich habe jetzt überhaupt nichts gecheckt. Muss kurz PS4-Akku holen. PS4-Controller-Akku, meinst du? Hoffentlich. Sonst bin ich irritiert. Sein, du hast so eine PS4 mit Akku. Das wäre geil. Das würde ich geil finden, um ehrlich zu sein. Was macht hier eigentlich das andere Ding? Ah, das macht das da. Ja, nee, cool. So spiele ich das übrigens. Hier mit so einem Kack-Fenster-Modus, aber nur, damit ihr euch gut fühlt. Ja, ihr merkt keinen Unterschied, wenn ich das nicht machen würde, aber egal. So, Gotham. Begib dich zum Ziel Gotham. Müssen wir zum Ziel Gotham? Entschuldigung, Jemil, müssen wir zum Ziel Gotham? Er hat es nicht angenommen. Achso, er konnte es nicht annehmen, weil er hatte keinen PS4-Akku. Jetzt hat er einen PS4-Akku. Ja, badabadu. Ja, wie gesagt, ich wollte Freitag schon streamen, aber es ist... Und dann wäre auch wahrscheinlich wieder der Andrang gewesen. Freitag ist schon so der beste Tag dafür eigentlich. Aber freitags bin ich manchmal so im Eimer, wenn ich dann die ganze Woche in der Uni saß und sonstiges. Also ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Aber ist gut. Bin ich drin? Bin ich richtig, Jemi? Mach ich alles richtig? Okay, ich mach alles richtig. So. Zack. Achso, ich habe ja noch eine fette Waffe in der Hand. Egal. Ist ja ein Boot. Könnte man legen, ob wir denn mit der Timebomb überhaupt so weit von den Angriffen her gehen müssen? Boom. Spear. So, ja, supi. If you happy and you know it, tap your feet. If you happy and you know it, tap your feet. Clap your feet vor allem. Ton ist gut, das beruhigt mich irgendwie. Das beruhigt mich. Weitermachen. Jetzt. Machen wir erst richtig bis jetzt. Ah, Captain Boomerang. Verflucht! Er hat mich betäubt. Okay, wir haben's. So, ja. Schöne Sache, wie mir. Schön. Du machst das super. Einfach weitermachen. Subi, haben wir. Passt.
Warte. Achso, das war's schon? Nein, das war's noch nicht. Oder? Nein, das war's noch nicht. So schnell kann es ja jetzt auch nicht gehen. Okay, anscheinend schon. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Na egal. Haben wir was Tolles bekommen? Einen Stuhl. Schäbiger roter Sessel. Nehm ich. Ah, die schäbigen Dinger, die... Dafür gibt's eine Quest. Der rote Sessel jetzt ist gerade nicht so teuer, aber der Rest, der lässt sich verhältnismäßig gut wegdrücken. Vier Stabilisatorfragmente. Sehe ich die in meinem Inventar eigentlich oder habe ich die in meiner Währung? In meiner Währung, okay. Wuhu! Ich brauche 7, wa? Um so ein Ding zu öffnen. Ach nee, da brauche ich 7 Stabilisatoren. Hier bin ich falsch. Hier bin ich definitiv falsch. Warum ruckelt mein Spiel gerade? Kann mir das jemand erklären? Ich bin irritiert. Mein Spiel ruckelt. Das wird daran liegen. Einen Moment, ich hab's gleich. So und so. So ein Rotz. Du musst, glaube ich, 3-mal machen, bis du ein ganzes bekommst. Lol. Okay. Genau, du brauchst ja hier, und du kannst es täglich machen. Ja, ja, ich komme nicht täglich online. Das ist mein Problem. Ja, 7 Stabilisatoren. Schöne Sache. Läuft in sogar 2 Tagen ab. Nice. Nee, super. Finde ich geil. Finde ich super. Ich kriege ja immerhin, dadurch, dass ich jetzt All-Access-Mitglied bin, müsste ich ja ein bisschen mehr kriegen, oder? Genau, Mitglieder kriegen 6 Stabilisatorfragmente. So ist es, genau. Achso, und das Ding braucht 1 Stabilisator zur Freischaltung. Hm. Das ist der einzige Weg, über den man Stabilisatoren bekommt, oder halt noch über Kaufen, aber sonst gibt es keine weitere Stabilisatoren-Quest. Irgendwie sowas Vierspielermäßiges noch so, ey, gönnt euch zusammen Stabilisatoren. Ja, also für das Ding brauche ich dann hier nur 1 Stabilisator. I get it. I get it. So. Klick. Hiermit wollen wir einfach eine Runde. Achso, du bist ja noch weiter unten, ne? Du bist ja Rang irgendwas hier. CR 89, nee, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, sorry. Nein, du kannst es nur so bekommen. Das ist dreckig. Das ist dreckig. Wollen wir dann hier von irgendwas laufen? Von den Rang 3ern? Zu zweit? Ferris Aircraft oder so? Kannst ja mal eintragen, anfragen. Irgendwie sowas. Du kannst eigentlich schnell Artefakte-Mission machen. Artefakte-Mission. Ah, das Ding hier. Alleine? Dann gehe ich kurz aus der Gruppe. Hast du recht. Gruppe verlassen. Gut. Y. Ich kann auch den Tresor schnell mal mitnehmen, ehe ich die Kacke wieder vergesse. Ich mache mal kurz den Tresor. Ja. Wir waren gestern mit der Familie Joker gucken übrigens. Also, so als alter DC-Hase dürfte es ja auch den einen oder anderen interessieren. Willkommen alle miteinander. Wo wir gerade hier beim Thema Tresor sind, deswegen war ich so. Ich muss ja sagen, der Film ist schon gut, ne, aber trotzdem am Killing Joke. Also ich hatte ja von ein paar Leuten gehört, dass der näher an der Original-Story dran ist. Also, Ansichtssache, ne? Klar, er spielt jetzt wirklich halt einen Comedian und so, oder einen Möchtegern-Comedian. Das lief natürlich dann ähnlich wie in Killing Joke, aber gut. Nah an der. Das war's!
Spaß, das Spiel ist aus. Weitergehen, weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Raus hier, bevor meine gute Laune weg ist. Stimmt, das Solo 8 ist für wir. Ja, also es ist halt trotzdem nicht die Originalstory aus dem Comic oder so, aber keine schlechte Geschichte. Also haben sich echt was Gutes einfallen lassen. Und auch genug Nimm-Erst-Tagebuch an. Nimm-Erst-Tagebuch an ist mir, glaube ich, ein bisschen Artefakte, das hier. Sprich mit John Constantine in der Oblivion-Bar. Bei der Oblivion-Bar. Benutze das Event-Tabs, um dorthin zu reisen. Ah, okay, perfekt. Danke, danke, Emil. Oblivion-Bar. Bereit. Haben's gleich. Dann nehmen wir die Dinger hier schnell durch. Ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt. Ich quatsche gleich mit John Constantine. John Constantine! Söhle. Zoom, Zoom. Da bist du ja. Ich dachte, du wärst von einer starken Kraft interessiert. Wenigstens müssen wir die Artefakte nicht in Händen der Monster bekommen. Wow, als ob. Guten Tag, Ente. Guten Tag. Ich war Freitag kränklich, falls jemand interessiert. Es war ja so, es hat ja großen Ärger gegeben in den Kommentaren und überall, dass ich Freitag nicht online war. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wäre gern Freitag online gekommen. Ich hätte auch gern Freitag gezockt, aber ich lag hier halb am Boden und konnte nicht mehr. Ja. Hashtag sorry. Ah, er quatscht mich hier noch voll. Okay, Reise in die Hölle. Guten Tag. So. Ich, Pratt & P und Baut haben Freitag 4 Stunden gewartet. Es tut mir leid. Leute, es tut mir leid. Ich kann ja auch mal ein bisschen von dem Schrott verkaufen. Ich muss erstmal hier ein paar Sachen auch annehmen. Ja, sammeln. Schon gesammelt. Metall. Macht es Sinn, das Ding jetzt anzunehmen? Ja, macht schon Sinn. Des Angreifers, des Verschwörers. Angreifer. Kann ich auch Mod werden? Das machen wir nach Bedarf. Wenn ich jemanden gerade brauche, dieser Statistik dieses Gegenstands sind fest. Die Statistiken dieses Gegenstandes sind fest. Was soll das heißen? Das macht mir Angst. Der Ring ist auf jeden Fall schlechter als der Ring hier. Also denke ich mal. Auf jeden Fall schön, dass du gesund bist. Dankeschön, das wollte ich hören. Das war das, was ich hören wollte. Danke. Läuft? Jon Konstantin. Also, der quatscht schon wieder. Ja, genau. So, ich springe jetzt hier einfach runter und kloppe mich mit Bekloppten. Finde ineinander verschlungene Ringe von Azar. Jo, Azar hier, ist er da. Steigen. So. Haben wir. Was ist denn das hier für einer? Nehmen wir den einfach, wa? Entschuldigung. Sollte nicht so böse klingen, aber... Ich bin gehässig. So, here it is. Ja, Ente, alle gut. Ich kann auch verstehen, dass die Leute Sonntagabend keine Zeit haben. Ich hätte auch eigentlich keine Zeit gehabt, aber ich habe heute... glücklicherweise erfahren, dass die Hausaufgaben, die sonst jeden Sonntag fertig gemacht werden müssen, nicht diesen Sonntag fertig gemacht werden müssen. Da war ich dann so, ey geil, können wir den Stream nachholen? Also, da können wir sehen, ich denke nur an euch, Leute. Ich denke nur an euch. Der muss jetzt da rein? Okay, krieg ich hin. Ich krieg das hin. Ich bin ein Problemlöser. Ich krieg das hin. Probleme lösen, das kriege ich hin.
So. Ah, so viel Macht. So, so und so. Guckt mal, Leute, ich krieg so langsam ein bisschen was auf die Reihe. Also ich krieg so langsam... Die Macht, die Macht. Ich kann 5, 4 und 3 klicken und dann ganz viel Rechtsklick machen. Profi. Ich bin ja, Profi. Ja, die Macht. Ich persönlich werde dir den Chaos machen. Vaterblatt blutet nicht. Sei verflucht. So, Bruder Blut. Brutsbluder. Blutsbluder. Okay, es ist vorbei. Jetzt habe ich die Worte nicht. Ich finde die Worte nicht, dir zu sagen, was ich denke. Nein. Die ganze magische Energie geht verloren. So schöne Teller heute. Und so nette Leute. Was war das gerade? Nimm die ineinander verschlungenen Ringe von Azza. Azza hier, Azza da. Na ja. Oh, guck mal. Jon, guck mal. Guck mal, jetzt werden wir geheilt. Gerne. Immer gerne, Jon. Also ein bisschen Synchronisation hätte ich mir schon gewünscht. Das ist doch nervig hier. Das ist doch nervig. Ist es im Englischen, welches synchronisiert? Soll ich wieder aufs Englische schalten? Hilf Konstantin mit einem Fakt von der Reise nach zentraler Energiebatterie von Ohr. Reise nach zentraler Energiebatterie von Ohr. Macht keinen Sinn für mich. Grammatikalisch halte ich das für Murks. So here it is, everybody. Ich muss nichts reparieren, das irritiert mich die ganze Zeit. Jon, alter Junge. Na, wir quatschen erstmal miteinander und dann kloppen wir uns, ne? Bin ja nicht. Also ich will ja nicht hier vorgreifen. So. Katzentisch. Nehme ich. Ich weiß, es macht auch Sinn, mal ein paar Sachen wieder in die Liga aufzunehmen. Bla Keks, aber... Nö. Achso, wir können jetzt stoppen. Super, perfekt. Piu, 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 piu. Perfekt. So lobe ich mir das. Mit der Timebomb ist geil, ne? Ente ist wieder da. Das freut mich. Das freut mich. Denn hier ohne die Ente hat es doch noch halb so viel Spaß gemacht. Ente, hast du so ein Schwert neben deinem Namen, weil du jetzt Mod bist? Oder woran liegt das? Ich habe es noch nicht ganz geblickt, aber ich kann es mir vorstellen, dass es daran liegt, weil, naja. Das würde natürlich Sinn machen als Krisio-Krieger sozusagen. Weißt du, als heiliger Krisio-Krieger verteidigt er Krisio. Und egal. Genau deswegen. Alles klar. Siehst du, Spiel? Verstanden. Gecheckt, wollte ich sagen. Und dann habe ich verstanden gesagt und gestanden. Spiel gestanden. Ich bin schlau. Lomolos. Meins, meins, meins. Ist es nicht auch so einer, der von den Orange Ländern oder so ist? Oder ist es einer von den gelben? Oh, ich blick die Kocke da ohne. So, piu, 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 piu. Okay, vielleicht ist das Globulus hier hat. Globulus? Ronikus? Wie soll er heißen? Ihr wisst doch, ich meine. So, ja, supi, ist das spannend. Wenn ich das so begehrt wäre, wie das Planeto wäre. Reines Elfmetall. Quellenabzeichen, Cash. I got money in my hands and I really like to blow swag. Swag, swag. I like to be. Ich hätte auch vorher einfach diesen Drink nehmen können. Hab heute GTA 5 gezockt und da haben welche ein 3 gegen 1 gegen mich gemacht. Habe die ja so genommen. Die haben so rumgeraged. Ja, GTA 5, ich hab das irgendwie. Den Online-Zocken habe ich da nie mitgemacht. Also ich habe es oft angesehen auf YouTube und so weiter, weil ich immer dachte, ja, ist geil, es macht Spaß, aber irgendwie hatte ich nie Bock darauf. Ich weiß auch nicht so recht. Ist irgendwas ist halt komisch, oder? Als wenn mir dieses Mikrofon einfach ins Gesicht springen will. Kannst du bitte aus meinem Gesicht gehen? Dankeschön, besser. Hallo.
Hilft Konstantin dabei, zwei Artefakte aus der Nekropole unter Atroku mit Atroku. Alles klar. Ich sollte am besten gehen. Atropolis. Die Atropolis, wir kennen sie alle. Ich freue mich schon richtig auf GTA 6. Es soll fotorealistische Grafik haben, kann ich mir schon vorstellen. Aber meine Grafikkarte pumpt es nicht. GTA 5 ist ja schon schwer für meine Grafikkarte, aber... Ja, für GTA 6, da sollte dann spätestens schon mal High-End-mäßig was drin sein. Und dann, sowas muss man auch in 4K dann eigentlich zocken, finde ich. Wie steht ihr zu 4K-Gaming? Mal ganz im Ernst. Also bei DC, war ein Witz. Aber nee, mal im Ernst, so bei anderen Spielen hätte ich schon Bock drauf. Aber es ist dadurch, dass wir die neue Konsolengeneration ja noch nicht haben, ist es noch nicht wirklich präsent. War es schon eine Sache, die immer interessanter wird jetzt gerade. Aber aktuell nur für PC-Gamer verfügbar ist. GTA 6 kommt auch nicht für die PS4 raus. Ja, eben. Es wird auch nur für die PS5 dann rauskommen. Also ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen Plan gibt. Ich weiß nicht, wie weit es überhaupt geplant ist. Ob es ein GTA 5 geben soll, aber wäre dumm, wenn sie es nicht machen, wa? Der Dreckskrieger. Dieser Dreckskrieger, du. Der kommt bestimmt essen. Ja, essen. Ich möchte keine rassistischen Äußerungen machen. Nimm das Zahnrad von Magedon. Magedon. Eisendrahtzellen in the morning. Eisendrahtzellen day and night. Eisendrahtzellen in the evening. Eisendrahtzellen makes me feel alright. And if I'm ever the king, and I get around. Doch, komm mit. Doch, kommt raus, aber halt ein, zwei Monate später. Viele sagen, dass GTA 6 mit der PS5 zusammen rauskommt. Ja gut, das sind Spekulationen, denke ich mal. Also ich habe jetzt noch nichts Offizielles von Rockstar oder so gehört. Habe auch in letzter Zeit nicht mehr viel von Rockstar mitbekommen. Ach, der Steppenwolf. Ich mach Acceptanz, Acceptanz. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, ein Steppwolf, ein Steppwolf, ich mach einen Steppwolf. So, was hier einfach mal ist, ja. So, und dann den hier sowieso, und dann haben wir es auch. Ich meine, das Ding, da laufen wir hier so schnell durch gerade. Es wurde, glaube ich, bestätigt, dass GTA 6 nicht für PS4 und so weiter rauskommt, weil es nicht ausreicht, ja. Aber es macht ja auch Sinn, ne? Also ganz im Ernst. Das macht einfach Sinn. Weil die Grafik zu gut sein. Ja, eben. Die Konsolen. Das wäre einfach sad, wenn man es auf die Konsolen wieder anpassen würde, weil die passen Spiele immer erst auf die Konsolen an und bieten es dann auch den PC-Spielern an. Das war schon immer so. Und das ist der Grund einfach, warum es sich nicht lohnt, jetzt das auf der PS4 noch irgendwie runter zu skalieren und irgendwie auf Teufel komm raus zum Laufen zu kriegen. Dass für die neue Xbox rauskommt, macht natürlich Sinn. Die Xbox One X dann wahrscheinlich. Die dann auch schon 4K und so kann. So, here it is. Everybody. Oh, guck mal, ein Loch. Hilf Konstantin dabei, zwei Artefakte aus der Nekropole. Hab ich geschafft. Hilf Konstantin, ein Artefakt aus dem Lagerhaus der Regierung zu beschaffen. Boah, Kinas. Ja, aber die PS4 Pro hat halt 4K. Die PS4 Pro haben wir auch im Wohnzimmer stehen. Von meiner Freundin. Ich habe nur die normale PS4 mir damals geholt. Aber die PS4 Pro, die kann ja trotzdem kein 4K Gaming. Die kann 4K Video darstellen und also ein paar Spiele kriegen sie in 4K gerade so hin. Aber das ist alles abgescaled, ne? Da ist nichts echtes 4K. Es gibt ein paar Spiele, die sind PS4 Pro optimiert. Aber das ist trotzdem kein 4K. Das ist einfach dreckig. Das ist einfach gelogen, ganz im Ernst. Und deswegen auch die PS5, die 8K haben soll, die wird trotzdem kein 8K-Gaming schaffen. Das ist alles so ein bisschen, ja, schön. Die können da auch 16K raufschreiben. Obwohl, das werden sie nicht hinkriegen. Nimm das Artefakt. Fetzen des Umhangs, The Crisio. Was? Irgendwie so wird das heißen. Ah! Danke.
Also wenn ich es gleich rauskriege, meinst nach der Quest hier. Fetzen des Umhangs, Fetzen des Umhangs, Fetzen des Umhangs. Fetzender Umhang, Alter! Du hast voll den fetzenden Umhang, Bro! So ungefähr, ne? Jo, was ich denke, ich suche die Kisten nach einem Artefakt. Die Kiste hier? Nö. Aber die Kiste, das macht Sinn. Die Kiste beinhaltet zerbrochene Komponenten unbekannter Technologie. Ja, das ist doch Schwachsinn, will doch keiner. Ja, das will doch keiner. Bruder Jarmann Ehrenmann. Die Kiste beinhaltet Sammleredition von berühmten Videospielen. Geil, lass uns die nehmen. Doch viel geiler als Artefakte. Ins Metall, okay, schön, das ist schön. Schön, ich hab hier grad. Und? Die Kiste in einer alternativen Version der Unabhängigkeitserklärung. Oh! Ist natürlich auch nicht wertvoll, macht Sinn. Die Kiste mit mehreren Haufen 3-Dollar-Scheinen. 3-Dollar-Scheine? So ein Shit gibt's doch gar nicht, oder? Das ist doch so wie so ein 3-Euro-Münze. Den Delüste-Refraktor. Das ist jetzt nicht so geil. Kann ich mir nicht noch was anderes aussuchen? Ich möchte keinen Delüste-Refraktor. Geh gleich mal nach Metropolis ins Mikro. Was du hast, ist ein Delüste. Das gleiche silberne Zeug, das deine Hand brechen könnte. Major Force, Nase brechen, wenn du viel geschlagen wirst. Bla, Keks, bla, 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 bla. Ich weiß nicht, wer ihr Penner seid. Und es ist mir auch egal, wer sich mit dem Major an den Krieg Gewalt zu spielen. Opfer. Er meint uns jetzt, ne? Hat er uns hart gedisst, ne? Wir haben richtig hart gedisst. Bruder. Ich höre, wie hart er uns gedisst. So, haben wir gleich, haben wir gleich. Nett finde ich, dass man das Ding ab Level 20 spielen kann. Also ich hätte mit Level 20 nicht hingekriegt. Ich weiß, andere von euch hätten es hinbekommen. Blablabla. Hallo? Sie trägt meinen Pulli. Na? Kleidungsstück Entwendung nennt sich das. Jon Konstantin. Jon. Jon. L. Ich soll jetzt... Was nehme ich denn jetzt? Ente. 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 Was nehme ich denn jetzt? Ich habe keinen fetzenden Umhang. Ente. Ente. Was nehme ich denn jetzt? Ich habe keinen fetzenden Umhang, ey. Oben. Tetraeder von Urgrund. Okay. Oh. Zelotwix! Guten Tag. Ja, Mann. Ja, Mann. Dann nehme ich den Tetraeder. Was sind Tetraeder nochmal? So, ne? Das ist ein Tetraeder. Endlich kann ich zuschauen. Zelotwix, Grüße gehen raus. Ich hab's Freitag nicht geschafft zu zocken. Ich weiß nicht, ob du Freitag sowieso verfügbar warst. Die Statistiken dieses Gegenstandes sind fest. Ist mir egal. Ist mir egal. Wo kommen denn meine Artefakte hin? Da. Hab ich mir gedacht. Ich hab dich auch vermisst, nee, um ehrlich zu sein. Ich hab dich nicht vermisst. Wenn ich jetzt ehrlich bin, es tut mir leid. Wir hatten jetzt nicht so eine innige Beziehung, da ich gedacht habe, Mensch, wann kommt endlich wieder der Zelotwix in meinen Stream? Schon ein bisschen. Manchmal habe ich schon danach nicht gesehen. Den Wachturm betreten. Treibe dein Artefakt über den Artefakte-Tab deines Inventars, bis es in Meilensteinen bricht. Was? Was soll ich machen? Ich kriege immer auf YouTube die Nachricht auf das Stream. Ich gehe drauf und dein Stream ist einfach zu Ende. Geil, ne? So muss das sein. YouTube ist nice. Deswegen nicht YouTube, sondern Twitch streamen.
Was? Ich habe da oben noch gar nicht weitergeguckt. Ich möchte hier oben noch weitergucken. Ah, hier ist ja richtig viel spannendes Zeug, was man nicht benutzen kann. Cool. Okay, ich gehe zurück hin. Okay, was war das? Okay. Oh, guck mal. Ich werde geheilt. Ich habe, was ist eigentlich mit DC und deiner Freundin? Ich glaube, die gehen heimlich fremd. Ich glaube. Ich schwöre. nein, wir werden das irgendwann demnächst durchziehen, aber ich habe sie jetzt gerade erstmal dazu bekommen, dass sie Minecraft zockt. Also vielleicht werden wir demnächst erstmal Minecraft mit ihr zocken. Man muss sie langsam ranführen. Was ist das? Was ist das? Was ist dieses instabile Siege der Vollendung? Mal ganz im Ernst, Leute. Kann mir das irgendwer erklären? Ich verstehe das nicht. Das ist great. Also ich habe es auch gelesen, was da steht, aber ich verstehe es doch nicht. Ja, aber wir werden bald auch mal eine Runde DC mit meiner Freundin zocken, aber das wird anstrengend. liebe Grüße an meine Freundin. Ich mag dich. Ich habe dich trotzdem noch lieb. Nein, aber sie hat es halt so Bewegungslegastheniker in MMOs. Damit kannst du dein Artefakt aufs nächste Level bringen. Soll ich es einfach anklicken? Soll ich es mal machen? Macht das Sinn? Leute, macht das Sinn? Meine Freundin wird, glaube ich, bei... Ja, weiß ich nicht, wo ich da anfangen lassen will. Erhöhen. Ich bin verwirrt. Ich habe einen Charakter, der auf Level 27 oder so, wo ich nach langem wieder nicht ziehe. Ja, keine Ahnung, alles weg, wo Rüstung, Waffe und wieso. Nein, geh 3 nach rechts und dann stopfst du dein Impfmetall da rein. Impfmetall. Impf. Alles? Wie all? Was? Impf. Wie stopfe ich das da rein? Alles, ja. Und wie? Achso, ich muss erstmal ablehnen drücken. Lade deine Reagenzstoffe rein. Makelloses? Alles. Zieh ich alles rein. Drücke diese Taste, um deine Reagenzstoffe. Ja, warte doch mal, ich wollte. Erhöhen! Du stehst kurz davor. Du stehst kurz vor einem Meilenstein-Rang. Ah. Um durch den Meilenstein-Rang durchzubrechen, brauchst du die erforderlichen Katalysatoren. Jeder Versuch des Durchbruchs verbraucht deine Katalysatoren. Jo, das ist ja voll komplex geworden, der Shit. So, und jetzt gehst du zu dem Typen. Ich guck mal, das Rang 19 ist voll gut, ne? Ist voll gut. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist. Sieht gut aus. Zu dem Typen. Dinosium! Da ist meine Nase oder so drin. Also Dinosium. Und jetzt kann ich bei ihm die Dinger kaufen. Natürlich Quellenabzeichen. Ich lob mir das. Kostet alle wie hier. Klassiker. Klassisches DC-Game. Und jetzt level das. Wie, ich dachte, ich hab gerade gelevelt. Was ist denn jetzt schon wieder Phase hier? Ich drück die ganze Zeit eh wie bei Minecraft. Ich versteh's nicht. Wenn ich das jetzt nochmal anklicke. Oh, jetzt kann ich... Oh, geil, Kakao. Dankeschön. Das stimmt, ist kalt. Sehr gut. Instabiles Siege der Vollendung. Es gehen Grüße an dich raus. Hat es nicht mehr mitbekommen. Zelo Twix, ich grüße sie nachher von dir. Sie guckt den Stream auch selbst nochmal. Jetzt wollen alle einen Kakao. Dreck. Instabiles Siege der Vollendung. Kicke grin. Auf Level 20 ist das Maximum.
160 oder so. Manche brauchen dafür ein Jahr mindestens. Lecker. Kakao. Ich habe so eine Vegeta-Tasse. Geil, ne? Und wenn die heiß wird, dann wird er zum Saiyajin. Also hier so, dann gibt er diesen Power-Mode. Geil, ne? E-Mail schreibt, nein. Macht nicht das Siegel rein. Nein. Klar, Mann. Muss das ja machen. Nur wenn es nicht 100% ist. Erfolgschance ist 100%. Garantiert einen erfolgreichen Durchbruch. Jo, Leute, was wollt ihr gerade? Ach so, selbst wenn ich... ich glaube, ich verstehe es. Also kann ich jetzt im Prinzip... Ja, muss ich doch machen. Eben, es geht nicht weiter hoch, wenn man das Ding nicht benutzt. Und jetzt brauche ich nämlich hier noch den nächsten Katalysator dazu, ne? Jetzt ist der nächste Rang 40. Jetzt muss ich bis 40 hochleveln. Dann brauche ich die zwei Dinger hier und so weiter. Okay, ich brauche im Prinzip schon direkt die zwei Dinger. Sonst geht es nicht weiter hoch vom Rang. Geil. Keine Ahnung, hast nicht repariert oder so. Kann mir jemand helfen, wieso meine ganze Rüstung und Waffen weg sind, aber andere Sachen im Inventar noch da sind? Zelotrix, kein Plan. Mein alter Krisio-Account. Hast du früher eine Mitgliedschaft gehabt und jetzt keine mehr? Das kann sein. Dass sie dir dann Sachen aus dem Inventar nehmen, damit es, weil das Inventar sich verkleinert. Das ist mir passiert. Das sagen die dir auch, dass du innerhalb von 30 Tagen oder so löschen die ja nie. Ja, und jetzt bist du kein Mitglied mehr, wa? Und dann ist auch deine CR weiter unten, weil deine Rüstung ja nicht mehr aktiv ist und nicht mehr gilt. Richtig bekloppt. Also die Waffe oder so, so eine Sachen gelten dann nicht. Oder der Waffengürtel. Also so ein Shit hier, den kannst du ja nicht mehr benutzen, weil dafür brauchst du ja eine extra DLC und alles. Frag mich nicht. Hier, Emil, was macht die Kunst? So. At the Crisio? Ja, kann sein, aber die nehmen ja nicht die Rüstung und Waffen. Das stimmt. Das stimmt. Rüstung und Waffen sollten sie eigentlich nicht aus dem... Also, nee, das sollten sie nicht wegnehmen. Also nichts, was hier drin steckt. Das nehmen sie dir nicht weg. Ich warte mal genau hier. Enter hat gesagt, ich soll hier tanzen. Okay, mein Tanz sieht jetzt nicht zu crazy aus. So, here it is. Merry Christmas. Da ist es ja weg. Lol, wie kann es denn hier... Wie kann es sein, dass sie es hier, dir hier wegnehmen? Schreib den mal. Aura, alles. Ciao, einfach die Aura weg. Geile Sache. Ich würde ganz ehrlich DC schreiben. Also Daybreak. Einfach an Support schreiben und sagen, ey, Bros, wasch das. Wasch das. Und dann kriegst du wie immer keine Antwort. So läuft das Ganze nämlich. Jemi, du machst das gut. Schön, schön, schön. Ich soll genau hier bleiben. Kamehameha! Gut. Werde aber einen neuen Charakter auf Level 30 spielen. Ja, das geht ja auch schnell. Guck mal, wie schnell wir jetzt auf Level 30 wieder gekommen sind. Das ist ja durchgerusht hier. Muss Serie schauen, bin zwei Folgen vor Ende. Gönn dir. Gönn dir. Ciao, Serie. Öffne 15 und folgendes. Bla 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 bla. So, here it is. Merry Christmas. Been fun. Oh, guten Tag. Nicer look, bro. Nicer look, Ente. Das ist aber ziemlich wenig Kleidung um die Brüste rum, muss ich sagen. Ente, ich kann dir auch gar nichts andrehen. Ich kann dir nichts geben. Es tut mir leid. Boah, geil. Boah, geil. Verstärkter Quicksuit, erweiterter Mainman.
Die sehen geil aus. Krise, guckst du eigentlich Star Wars? Ich gucke... Boah, der ballert auch das Cash raus. Entes Ehrenmann. Entes ein Ehrenmann. Ich gucke Star Wars. Ich habe jetzt den 8. irgendwie noch nicht geguckt, einfach weil ich keinen... Ja, mich noch nicht motivieren konnte dazu. Aber jetzt, wo der 9. Ebert rauskommt, kann man das in einem Rutsch gucken. Ansonsten habe ich eigentlich das meiste gesehen. Das neue Spiel habe ich jetzt auch noch nicht gezockt. Und ich krieg... Danke. Soll ich es mal anprobieren, Ente? Also soll ich mal direkt anziehen? Das ist jetzt einmal erweiterter Mainman-Schuh. Verstärkter Quicksuit. Verstärkter Quicksuit-Hose. Lass mich mal gucken. Ich krieg's wieder nicht hin. Erscheinung. Okay, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich krieg's mir nicht hin. Jetzt hast du wieder Geld. Danke. Leute, ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd. Das war doch immer hier, oder? Tagebuch. Erscheinung. Das wäre vielleicht am einfachsten gewesen. Ist auch eine neue Serie gekommen. Noch eine neue Serie? Also nicht die Clone Wars, sondern jetzt noch eine andere, ja? Waren das nicht Schuhe gerade eben, was du mir gegeben hattest? Ich blick's doch nicht mehr. Alle halten, alle schreischalten. Oh, ich kann den Knopf hier drücken. Dann bin ich arm, wa? Ah, meine Wiederholungsmarken? Nee, die sind hässlich. Man könnte ja mal so ein bisschen an seinem Stil was... Hallo, ich liebe die Hüfthohndinger, ne? Also es ist kein Animationsfilm, sondern echt. Ah, The Mandalorian. Doch, das habe ich gehört. Das kommt ja nur auf Disney Plus dann, oder? Das, also denke ich mal. Ich habe das mit dem Mini Yoda so süß gesehen. Echt geil. Da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, weil ich das gucke. Ah, erweiterter Man. Das war's. Ja. Die Schuhe heißen. Möchtest du Eis... PW-Gruppe beitreten. Möchte ich das? Nein, ich wollte das jetzt nicht speichern. Ich wollte jetzt mal... Intensiv-Sauer, folg mir mal. Wo bist du? Ich hab mich verlaufen. Soll ich die Gruppe mal wieder lieben? Raven hat die Gruppe verlassen. Leute. Okay, ich lief die Gruppe auch. Was soll denn? Ente, wo bist du denn? Da, ist das Ente. Hallo, Ente. Oh, ich kann dir folgen. Ente ist weg. Ich hab mich verlaufen. Hallo, Ente. Ja. Ultimative Helden. Okay, ja. Alter, jetzt verarscht er mich. Ja, genau hier wollte ich. Nicht landen. Ist okay, Ant. Das kann ich nur um Stunden handeln, bis ich bei dir bin. Bin da. So, was ist los? Ultimativer Höllenkämpfer-Champion. Ente süß-sauer. Weil es in Deutschland erst im März kommt. Ich gucke das auf Burning Series. Also, dieser Dienst sagt mir überhaupt nichts. Tätel dich nach Little Bohemia. Alles klar. Nein, Burning Series, das kenne ich überhaupt nicht. Das gibt es nur auf Disney Plus. Und,
Wir kennen das alle nicht. Ente ist zu schnell oder zu langsam, ich weiß nicht. Manchmal renne ich an ihm vorbei. Hallo Ente. Was hier? Was ist das? BSTO ist das. Psst, psst. Sowas gehört hier nicht in den Chat, Freunde. Was ist das? Das sieht cool aus. Schaut jemand Arrow oder Flash? Arrow habe ich bis Staffel 4, 5 geguckt, irgendwie so. Keine Ahnung, ich habe da keinen Überblick mehr. Irgendwann war Staffel 300 und da habe ich gedacht, ja. Und Flash habe ich Staffel 3 geguckt und dann war ich so, okay. Seine Gegner sind alle halt einfach Speedstars. Oder er selbst. Spoilerwarnung. Ich bin 6, soll bald ein neues Event kommen. Savitar, ja. Oh nee, geh mal auf Marketplace. Meinst du den hier unten? Savitar, aka Barry Allen. Oh mein Gott, jetzt haben wir alle gespoilert. Also für die, die noch gucken wollten. Barry Allen ist... Egal. Vier bis sechs sind keine Speedster mehr, ja? Die super bösen, bösen. Ich muss natürlich gucken, was Ente in den Chat schreibt. Was soll ich denn im Marketplace? Ich bin ein bisschen überfordert. Ich kann hier auf den Marketplace klicken. Ah. Die Dinger kann ich mir von Daybreak Cash kaufen, tatsächlich. Jetzt, wo ich gerade so sehe. Du hast 1000 DP. Jo. Kriegst du ja durch die Mitgliedschaft. Hier. Was dich kleiner macht, wenn du willst. Dann bist du so klein wie ich. Ich kann mir ein Artefakt kaufen, was mich kleiner macht. What? Welches? Was? Ich bin maximal verwirrt. Ich bin so verwirrt. Ich zieh mir eine Speedstar-Maske auf. Oder die Maske des dunklen Ritters. Geh mal nachher auf... geh mal auf die... nachher... Upgrades. Upgrades. Skimming haben wir ja schon. Stimmt. Ich wollte es gerade einzeln kaufen. Brillant. Wir könnten den Körperbau halt ändern, ne? Das ist klar. Das stimmt. Waffe, Schild. Gewehrt. So, und jetzt kannst du dir Respec Körperbau kaufen. Aber ich will doch nicht kleiner werden, oder? Will ich kleiner werden? Wie viel kostet das Respect-Token? Ich bin so dumm. Hab's gleich. Alles gut. Was kostet das Respect-Ding? Yo, 450, schau. Nö, will ich erstmal nicht. Danke dir. Oh. Ach, nett. Man kann hier sich auch Quellenabzeichen mitnehmen. Das ist komisch. Stabilisatoren. Ein Stabilisator. Was ist das hier? Oh, nett. Nett. Running in the 90s. Riso, kannst du mich in die Gruppe einladen? Warte mal, wie heißt du nochmal? In der Nähe. Freunde. Was unter Freunde? Ich hab dich nicht bei Freunde drin. Da. Freunde zufügen, so. Und jetzt
So. Freunde, kauf mal einen Stabilisator. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Achso. Ente, kannst du mal Jemel in die Gruppe hinzufügen? Ich bin ja gar nicht Gruppenlead. Ich hab schon wieder vergessen, wo ich da eben die Stabilisatoren gefunden hatte. Kräfte, Upgrades. Vorräte? Vorräte. Ein Stabilisator. Kaufen wir. Ach so, den muss ich jetzt wahrscheinlich, wo muss ich denn den abholen? Muss ich den im Marketplace mal claimen? Irgendwie so war. Einlösen anfordern. Kann ich die Dinger alle nochmal anfordern? What the fuck? Nein. Kauf dir eine neue Kraft und wir spielen bis Level 30 zusammen. Versprochen, wenn du es machst. Warum soll ich mir Kraft kaufen? Das macht doch keinen Sinn. Welches Revier seid ihr? Leute, ich bin so dumm. Achso, ich habe natürlich die Stabilisatoren. Ich bin... Alles gut, hab nichts gesagt. Habe ich natürlich hier drin, ne? Wie wäre es, wenn ich einfach mal so ein Ding jetzt hier auspacke? Ensi Sauer möchte mit dir handeln. Seht ihr, Vegeta ist jetzt nicht mehr im Power-Level. Okay. Okay. Dankeschön. Ich mach mal einen auf, ne? Boah, das sieht ja fett aus. Geil. Belohnungsauswahl. Box Ledergamaschen. Rote verdammte Aura, Kopf, Hände, Fuß. Quarks? Was sind Quarks? Der Weltraum besteht geradezu aus dieser einzigartigen Währung und kann dazu benutzt werden, besondere Belohnungen von den Händlern in Belohnung aus Zeit und Raum zu kaufen. Aura? Was sagen die anderen? Aura? Nehmen wir Aura? Wir nehmen die Aura, oder? Wir haben schon die Pink Smoke. Pink Smoke ist schon unbezahlbar. Okay, alle sagen Aura. Sammeln oder verkaufen? Also unverkäuflich, alles gut, sammeln. Dann gucken wir uns die mal an. Lasst uns die mal angucken. Ich bin gespannt. Aura, wo ist Aswa? Nein. Ist das hier dran? Leute, ich bin so verpeilt. Kauft ihr noch welche an Stabilisatoren? Da. Ich bin einfach nur verpeilt gerade. Not bad. Gefällt mir. Das ist einfach 105 Wiederholungen. Nett. Wenn man dazu den richtigen Stil macht, geil. Ich könnte noch einen. Ein Stabi hole ich noch. Einen. Aber mehr nicht. Wir machen hier mal so ein Sammel-Unboxing bestimmt. Wenn ich mal genug Daybreak-Cash gesammelt habe, dann können wir mal so ein 20er-Pack holen. Dann können wir mal so ein Sammel-Auspacken machen. Das wäre doch was. Okay, so kannst du sagen, welche Aura bei mir besser aussieht. Das kann ich probieren. Ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt super kompetent drin wäre. Aber okay. Komm, eine nehmen wir noch mit. So, dann. Achso, warte. Abbruch. Nicht das dunkle Multiversum. Verfluchtes Gotham.
Öffne 15, um Folgendes zu halten. Eine grüne Doomsday-Aura. Musste auf meine Mama. Meine Mutter kam rein. Darfst du nicht mehr zocken? Es ist schon zu spät, wa? Sonntag. Sonntagabend. Ich kenne das. Ich guten alten Zeiten, ich kenne das. Sternfeldfenster. Hier kriegt man eigentlich nicht so geile Sachen. Ich mache hiervon noch eine auf, ne? So. Das sieht geil aus. Es ist funkelt und glänzert. Es funkelt und glänzert. Alles klar. Wir nehmen das hier, das oberste. Oben. Nehmen wir oben. Wir nehmen oben. Ich habe es nochmal angeklickt, bewusst. Das. Wir nehmen das hier. Gut, es ist angeklickt. Wir machen auswählen. Es hat gefunkelt und geglänzt. Golden, zeitverzerrt. Kann ich das Material haben? Gebe dir 500.000. What? What? Was ist das denn? Ich möchte erst verstehen, was es ist. Ich glaube, ich möchte es sammeln. Füge diesen Gegenstand deinem Stilregister dazu, die Farbe. Nein, ich will es haben. Sorry, Ente. Füge diesen Gegenstand. Ich muss kurz gucken, wie das aussieht. Gib mir einen Moment. Gib mir einen Moment. So, hier haben wir perfekt ein YouTube-Video. Hi, guys. Das sieht fett aus. Aber ich sehe nicht, warum ich das in meinem Stil haben sollte. Ente kannst du haben. Komm, ich bin ja nicht so. Komm. Komm, Ente. Komm, wir machen Handel. Wir handeln nicht. Komm, Ente. Achso, du bist ja gerade offline, ne? Dann versuche ich es wohl in meinem Inventar zu halten. Irgendwo, wo ich es nicht sofort wegschmeiße. If you know what I mean. Passiert mir regelmäßig. Leider wirklich. Die Soda Cola Ultimate. Ja, die ist ein bisschen Overkill. So. Dein Freund Quatrons hat sich abgemeldet. Dein Freund Quatrons hat sich abgemeldet. Alles klar, Quatrons. Vielleicht hast du dich abgemeldet? Stabilisatoren-Fragmentierung. Ich könnte mir jetzt ein paar Mal zurücksetzen und dann einfach mir die Stabilisatoren hier auch gönnen. Würde auch Sinn machen. Ah, dafür bräuchten wir immer zwei Spieler. Das wäre langweilig. Hat denn jemand Bock, jetzt eine Runde irgendwas zu laufen? Das war ja eigentlich so der Plan, weil bis jetzt haben wir noch nichts auf die Reihe bekommen. Ich bin... Oh Gott. Das Spiel ist eingefroren. Oh nein. Oh, bitte nicht. Ich bin so in der Versuchung, dieses... rechts zu klicken. Ich will's haben. Sowas kann man ja nicht im Marketplace verkaufen, war das Ding. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, ob ich das im Marketplace gucke, wie viel man für sowas kriegt, aber man kann es ja nicht verkaufen. Das ist das Problem. Kriege welche aus sieht besser aus? Warte, Jemel, da bist du. Okay. Die sieht schon mal nice aus. Welche hast du noch? Die finde ich geiler. Die finde ich jetzt auf jeden Fall schon mal geiler als die davor. Die. Yeah. Ich finde die fetter. Persönliche Meinung.
Wir können auch die orange Nimbus auch einmal anziehen, ne? Die haben wir auch ewig nicht mehr getragen. Wo jetzt mir gerade so einfällt. Soll ich mal mit dem The Crazio Account wieder online kommen? Das wäre auch eine Idee, wa? Ich kann die ja mal... Ich könnte ja mal rüber wechseln zu dem. Was los, Selo Twix? Was Phase? Nee, mach die pinke. Erstell dir einen neuen Charakter, wir spielen zusammen bis Level 30, versprochen. Ich hab den Charakter gerade erst neu erstellt, Selo Twix. Könnte man die Bude einrichten? Da hätte ich jetzt mal Bock drauf. Haben wir inzwischen? Crisius Hood. Warum haben wir zu so vielen Basen schon wieder Zugriff? Chriscrafter.de. Transportmenü. Lass mal kurz gucken. Basis Uno. Können wir mehrere Basen haben? Nicht schlecht. Kakao ist gut. Ist guter Kakao. Ist der gute. Können wir auch mit unserer Basis umziehen und uns eine dickere kaufen? So eine Bonzenbasis? Mods haben wir ja gerade noch gar keine. Fällt mir gerade so ein. Ich bin am überlegen. Guck mal, wenn ich jetzt hier. Also wenn ich jetzt hier rangehe. Basis versetzen. Wenn du diese Basis versetzt, werden alle Spieler hinausgeworfen. Es können Gegenstände verloren gehen. Bist du sicher, dass du die Basis jetzt versetzen möchtest? Ich gehe jetzt Serien schauen. Ich werde morgen online sein. Hast du Discord? Ich habe noch keinen Discord. Ist in Planung. Ich bin noch nicht zugekommen. Es tut mir leid. Lass mich mal kurz gucken. Ich möchte eine dicke Basis. So eine richtig... Nein, nicht Spelunke. Sowas... Art Deko-mäßiger, hier sowas richtig fettet. So 25 Quellabzeichen. Sowas hätte ich gerne. Aber so viel Quellabzeichen habe ich nicht. Verdammt. Ich möchte so eine Bonzenbasis haben. Nee, so ist Kacke. Dann machen wir es nicht. Nee. 25 Quellabzeichen. Wie sehen diese Basen dann aus? Lohnt sich das? Hat jemand so eine Basis? Ich möchte so eine Basis haben. Ah. Nee, lass uns zurück in Wachtum. Ich wollte jetzt mal gucken, ob wir neue Rüstung kaufen können. Ich habe auch noch nicht die App. Ich bin morgen auch nicht online wahrscheinlich zum Zocken. Selotrix. Was bist du? Held, Schurke und so weiter. Ich bin Held. Bis jetzt überwiegend. Ich habe einen einzelnen Account, auf dem ich Schurke bin, aber sonst bin ich Held. Gibt es eine Discord-App, ja? Discord. Cord. Ich habe drei O's geschrieben. Cord. Irgendwie ist der Stream gerade sehr sinnvoll, ne? Wir haben schon sehr viel geschafft. Aber für so einen Sonntagabend ist es auch ganz entspannt. Krise, wechsel kurz meinen Charakter. Okay, vielleicht wechsle ich auch meinen Charakter. Dann ende ich dich und dann gehe ich Serie schauen. Alles klar, dann lass mich mal kurz. Ich mache Discord gerade auf. Willkommen bei Discord. Anmelden und registrieren. Registrieren. Benutzername: Crisio. Als wenn der noch verfügbar ist. E-Mail-Adresse: So. Mit Keypass ausfüllen. So, neuen Antrag einlegen. Ich muss mal kurz meine Passwortdatenbank aufmachen. Neuen Schlüssel. Jo, so. Und dann generieren wir uns hier ein Passwort. Nehme ich. Finde ich gut. Discord. Zack. Quelldatei konnte nicht gespeichert werden. Alles klar.
Dann nehmen wir den hier. Kopieren. Zack, zack. Ist der Datenbankspeicher? Ich verstehe. Alles klar. Ich verstehe gar nicht. Einfügen. Ich habe die Bedingungen gelesen. Registrieren. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Ich bin bereits registriert bei Discord. Nee, kann ich nur um Jahre handeln. Alles gut, Leute. Berostius, der Bestrafer. Alles klar, Berostius. Musst du mich jetzt so an der Seite anfahren? Noch nie Discord-App gehabt? Lust. Wie läuft eigentlich deine App? Wenn ich mich darum kümmern würde, würde die bestimmt besser laufen. Mit Recapture verifizieren. Verifizieren. Bestätigung, dass du kein Roboter bist. Ich bin kein Roboter. Er glaubt mir nicht, dass ich kein Roboter bin. Möchtest du einen Passwortmanager benutzen? Eigentlich schon. Anscheinend. Ah, Jemir ist das. Yo, Leute. Der akzeptiert meine... Ich hatte anscheinend schon mal Discord. Hab jetzt aber keinen Discord mehr. Enter. Das heißt, ich muss mir jetzt doch einen neuen Account... Was? Ich kann... Was? What the fuck? Kann sich nur um Jahre handeln. Drück Passwort vergessen. Oh, das ist doch so nervig. Oh, Passwort vergessen. Ich mach's kurz am Rechner. Komm. Leute, wir machen das jetzt kurz zusammen am Rechner. Passt auf. Passt auf. Wir machen das jetzt so. Ich minimiere das Ding hier. Wir gehen hier auf Discord. Guck mal, ihr könntet auch mitsehen. Anmelden. So, zack. Ich muss mal kurz gucken, ob man das Passwort mitsehen kann, wenn man es hier reintippt. Mal kurz wegziehen. Hier sieht man nicht, das ist schon mal gut. Willkommen zurück. Selbes Passwort. Ich habe dasselbe Passwort gerade verwendet am Handy. Passwort stimmt nicht überein. Anweisung versendet. Okay, keine Ahnung. Hat er nicht gewollt. Wir haben es sofort. Ich keine Ahnung, was er gerade hat. Ich bin verwirrt. So here it is, everybody having fun. Passwort zurücksetzen. Aktualisieren Seiteninsatzergänzung. Okay. Facebook, die alte Bitch nervt schon wieder. Passwort ändern. So, und jetzt? Ich habe die Bedingungen verstanden und akzeptiere sie. Cool. Ich bin bei Discord. Und ich heiße dort? Ich bin bei DCS Online Discord sogar. Schön. Ich hoffe, ich nerve jetzt gerade hier keinen, habe keinen Voice-Chat an bis jetzt. You never know. So, also ich heiße... Ah, da ist ein hübsches Pick von mir drin. Jo, das ist hübsch. Das lassen wir. Finde ich gut. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Machen wir. Mein Benutzername ist Crisio. Hashtag 3564. Ich hoffe nicht, dass das mein ganzer Benutzername ist. Hat mich geedit. Nice. Schön. Schön, schön, schön. Freundesanfrage. Ausstehend. Natürlich ablehnen. Immer ablehnen. Wer ist denn das hier? Die sieht ja nett aus. Ich glaube, die kenne ich nicht. Ich sag's ja nur. Hi, bin ein Fan. Ich glaube, das ist ein Spam. Ich bin ein Junge Between, aber ein hübsches Profilbild. Ich hätte jetzt am liebsten auch ein Frauenbild geschickt und gesagt, ich bin auch ein Junge. Gut, ist im Stream drin. Ein hübscher Junge. Also ich hoffe, du bist im Stream und kriegst es deswegen mit, dass wir dich jetzt hier nicht verarschen oder sonst was. Alles gut. Also hier ist ganz schön viel Schrott. Ja, gut. Meine Ex-Between. Alles klar, gut.
Ich werde hier keine weiteren Bilder mehr öffnen. Sorry, Bro. Ich kann das jetzt... Ich gehe jetzt Serie schauen. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Sowas ist erlaubt. Was benutzt du also als Browser? Ich benutze Iron. Ist im Prinzip wie Google Chrome, nur besser. Also, was heißt besser? Besser ist böse gesagt. Es ist ein Browser, der im Prinzip auf Chrome basiert, nur den ganzen Müll mit Google nach Hause telefonieren und so Sachen ist rausgeschmissen. Also ihr sendet nicht mehr eure ganzen Daten nach zum Google-Server, sondern es ist Google Chrome, nur ohne, dass die Daten zum Google-Server gesendet werden. Das ist ganz praktisch. Und er nervt dich auch nicht alle 5 Minuten. Hey, möchtest du nicht bei Google einloggen? Möchtest du nicht bei Google einloggen? Nein, ich möchte nicht. Ich möchte aktueller Nutzer sein, das soll reichen. So. Also, mal Grüße gehen raus, so und so weiter. Guter Tipp als Browser. Ich werde dafür nicht gesponsert, gar nichts. Ist einfach gute Idee. Ist, glaube ich, so ein Open-Source-Projekt oder so. Also, am Handy benutzt du so einen Schwachsinn auch nicht, aber es lohnt sich doch an so einem Rechner, wenn man Performance-Probleme hat oder sonstiges oder einfach ein bisschen Arbeitsspeicher sparen will, statt Chrome sowas zu verwenden. Weil Chrome macht einmal die Woche so ein nettes Update, womit euer kompletter Rechner auf 100% Auslastung ist, weil sämtliche Werbematerialien einfach mal nach Hause geschickt werden. Also erstmal gesammelt werden und dann nach Hause geschickt werden. Das machen die einmal pro Woche. Die nennen sowas Update-Test. Mir kann keiner erzählen, dass es Updates sind. Mal ganz im Ernst. Glaube ich nicht. Kannst du den Charakter auch in die Liga einladen? Natürlich, Berossitus. Natürlich. Neuester Text. Berossitus. Liga-Einladung. Berossitus hat angenommen. Leute, können wir jetzt irgendwas treiben? Wollen wir, wieso ist dein Field of View so klein? Habe ich mich auch gerade gefragt. Mehr. Berossitus, lass uns doch mal Rang 4 laufen. Bitte. Oh, Berossitus hat auch dieses... Ente, ich werde schwach. Ich glaube, ich muss das selbst nehmen. Es tut mir leid. Ich muss das selbst nehmen. Es sieht so nice aus, diese Dinger. Diese Materialien. Im Dienstmenü öffnen. Vier Spieler geht auch. Ich hoffe, dass mich im Vier Spieler nicht alle haten. Oh, das ging schnell. Hui. Ciao, ciao, viel Spaß dir noch. Mit Jemil. Dankeschön, ich habe hier gerade so einen Handkantenschlag meiner Tasse verpasst. It's over 9000! Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, die jetzt offline gehen. Gute Nacht. Wir sehen uns die Woche bestimmt. Ich werde bestimmt diese Woche zwischendurch mal einen Stream bringen. Haut da rein. Aber ich werde hier keine Versprechungen mehr machen. Ansonsten ist die Planung wieder nächsten Freitag? Nächsten Freitag, glaube ich, ja. Nächsten Freitag zu streamen, das wäre schon wieder geil. Aber ich kann nichts versprechen. Das ist, wenn es mir plötzlich dreckig geht, dann kann ich da auch nichts machen. Nach so einer Woche geht es mir schon gerne mal. Kacke! Begib dich zum Ziel Gotham, um deine Mission fortzusetzen. Das könnte ich eigentlich mal machen, ne? Was haben wir denn hier für Aufgaben noch? Ich liebe Lampen. Ich mag Züge. Dein Arsenal. Stimmt ja. Stimmt ja. Krise-Duell. Haha. Sehr lustig, Jemi. Sehr lustig. Möchtest du ein Duell machen? 3, 2, 1. Kämpfe. Ja, nice. Hast du eine PvP-Rüstung an? Du hast eine PvP-Rüstung auch noch an, ne? Leck mich.
Ich hab einmal blocken können. Das ist doch was Nettes. Ja, nee, ist doch nett. Du bist ein kleiner Kind. Nein, das sollte natürlich alles nett klingen. Aber es ist mir im Echtsein auch egal, ob ich, du hast kein PvP hier. Okay, dann liegt es einfach daran, dass dein CR ungefähr doppelt so hoch ist wie meine. Also mehr als doppelt so hoch. So, hatten wir eigentlich hier noch was in der geteilten Bank mal ursprünglich drin? Ach, stimmt. Wenn nur jemand eine Aura braucht, ich hab da noch was. Oh. Hab ich da noch spontan liegen gehabt. Eben, du bist Tank, also deswegen, ich kann so oft drauf schlagen, wie ich möchte. Da passiert nicht viel. Oh, meine Ohren tun weh. Ah, sind wir. Was sind wir? Na, ob wir hier durchkommen mit dem Berozitus? Hier ist Batman. Sorry, ich sag den Namen. Oracle hat mir erzählt, also, wie du dich durch die äußere Verteidigung durchgekämpft hast. Ich aussprechen könnte. Die Bathöhle ist normalerweise nicht für Besucher geöffnet, aber das ist ein Notfall. Brainiac hat Brother Eye reaktiviert und benutzt raus. Dessen Informationen, um sich in den Bat-Computer zu hacken. Wie habe ich eigentlich mir geschafft, mein Inventar so voll zu müllen? Mal ganz genau. Hilf ihr zu entkommen, während ich die letzten Sicherheitsprotokolle der Bat höre. Guck mal, ich will auch wen angreifen. Ich treffe dich dann im Allerheiligsten. Ups. Starte Zack. Ich habe so ein behandeltes Inventar bekommen. Mein Inventar ist so gut voll. Oh, ein Mädchenschließfach. Tücke des Söldners. Ne, ihr macht es super draußen. Ich muss ein bisschen laut, ehrlich zu sein. Ich würde mal gerne meinen Kopfhörer abnehmen, weil ihr ein bisschen laut kämpft. Schultern, nehmen wir. Schön. Ihr macht das super. Macht weiter so. Der Überaugenblick. Ah, Berossitus ist auch schon in der Krise. Ne? Mega geil. Hast du dich selbst eingeladen? Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Genauso sollt ihr es machen. Je größer die Liga wird, desto besser. Ich untersuche die Omec-Hülle. Normalerweise braucht das Omec-Virus einen Lebenden. Das sind wir letztens schon gelaufen. Aber jetzt scheint, als ob Brother Eye einige neue Tricks parat hat. Als Vierer, wa? Ich habe das schon wieder verdammt gefeiert, dass ich so auch vorkam. Guck mal, ich habe so ein Ding. Und uns. Ich beginne bei uns lenken, nicht ums Lenken. So. Ich bin Brother Eye. Ihr seid also gegen mein Omec-Virus resistent. Konvertierung ist unmöglich, also werdet ihr vernichtet. Ladeprogramm Nanoverstand. Nanoverstand? Brother Eye verhindert den direkten Zugang zum Allerheiligsten. Lass uns den rechten Seitenweg nehmen. Nimm den Gang rechts und gehe drumherum. Ich öffne dir jetzt die Tür. Ich bin der Erste, ich bin der Erste, ich bin der Erste. War ich der Erste? Ich hoffe, ich war. Aua, ich habe auf die Schnauze bekommen. Warum greift mich das Ding dann einfach an? Was habe ich eben denn getan? Ich habe bestimmt auch mal Schaden gemacht oder so. Haben wir eigentlich auch Passer? Nö, dann kann ich auch direkt in meine Angriffe so fahren, wie ich so. Ja. Dann kann ich auch so ein bisschen, also dann muss ich ja hier nicht so tun, als wenn mich hier irgendjemand gerade unterstützt. Das ist toll. Dann ist meine, dann mein Mana sofort wieder weg. Kaputt. Die ist kaputt. Hat kaputt gemacht. Pfiuh.
Ich bin runtergefallen. Ich bin Erster, ich bin Erster, ich bin Erster. Ich bin nicht Erster rein. Ich versuche immer darauf anzulegen, als Erster möglichst zu sterben. Ne? Also bin ich schon gut. Macht voll professionell, als Erster zu sterben. Gerade weil, wofür Tanks, wenn, ne? Ich mich auch selbst umbringen kann. Oh, meine Timebomb war ja sehr sinnvoll. Hey, sehr gut. Gepanzerte Roboter haben die Waffe online. You gepanzert! Ich bin gepanzert! Hättet ihr eigentlich Bock, dass ich die einzelnen Instanzen mal so zusammenschreibe? Dass ihr wenigstens die Instanzen als eigene Videos habt? Das ist so mein Vorschlag von mir. Weil ich überlegt hatte, die wenigstens die Instanzen so zu machen. Ich muss mal kurz ein Infozeichen nehmen. Ihr schafft das schon ohne mich. Reinigungsprotokoll aktiv. Scan läuft. Eine zersprungene Ampulle, in der sich vorher ein äußerst starkes Gegengift befand. Auf dem Glas befinden sich noch Rückstände. Könnt ihr das natürlich auch einfach den hier abfeuern? Ja, warum nicht? Zusätzliche Sicherung der Ventile in der. Au, oh, was soll denn der Shit jetzt? Bro, was hab ich dir getan? Verdrohung bestätigt! Konvertiere Sicherheitselemente zu Schrott. Integriere Komponenten. So, klick. Und bang. Moin, Ben! Habe heute von 9 Uhr bis 20 Uhr gelernt. Mein Brain ist tot, das glaube ich dir. Mein Brain ist auch tot, ich habe nicht gelernt. Aber ich hab nicht. Wenn man irgendwann zu viel lernt, dann ist es dauertot. Ich war Freitag auch sehr bedient. Die ganze Woche hat mich immer sehr durchgenommen. Dadurch konnte ich dann Freitag nicht streamen, falls du mich auch noch fragst. Ich möchte es ja für alle erwähnt haben einmal. Gepanzerte Roboter auf der Berufsmaschine. Okay. Wo ist die Sicherung der Bathöhle? Da. So und so. Das ist doch schön. Wir machen das alle toll. Ihr macht das. So. Den hier an. Und den hier an. Und wow. Hilfst du ihn? Hilfst du ihn? Wenn nicht, muss ich das machen. Ist okay. Okay, hat's geschafft. Gut ab. Chapo. Ich kann ja auch einfach mal die neuen, das Minus drin. Hat ja viel Sinn gemacht. Ja, das war sinnvoll. Das war sinnvoll. So, Hammer. Check. Da habe ich ja gerade überhaupt keine Überlegung. Die Monitore funktionieren wieder. Geh weiter. Catwoman sichert die Gegend da vorne ab. Warte nicht. Geh jetzt. Warte nicht. Geh jetzt. Dann geh ich halt. Lass mich in Ruhe. Ich hab nie getan. Ja, nice. Sammelt. Weg die Scheiße. Ja, Ben, wie ist es denn bei dir so gelaufen, den Rest, das Wochenende? Kann ich hier irgendwem was Tolles tun, was Gutes wünschen? Jemil rettet uns hier gerade in die Runde. Ich finde, dass er Jemil im Spiel heißt, weil die irgendwie kommt, dass es Velocity ist. Extrahierte Öfen! Ja, falls alle denken, ich habe einen Dachschaden, habt ihr das genau richtig verstanden. Ich mach das. Puh. So, ich lösche mal die Sequenz aus. Ich habe die Sequenz nicht ausgelöst. Ich bin vielleicht nicht abgegangen. Der Besucher wird zufrieden sein. Systemsteuerung aktivieren. Ausführung des Befehls Feuertaufe. Hm.
Oh wow, wir werden das nie schaffen. Wir werden sterben, sterben, sterben. Ah, wir sind gestorben. Du hast ein grünes Ausrufezeichen gesehen. Wo denn? Kannst du mir das gleich mal zeigen, Mimi? Weil ich habe gerade eben schon gesehen, dass nicht eins noch fehlt. Aber ich habe nicht gesehen, wo. Das ist auf jeden Fall noch ein Blaus. Ich bläh. Batman, Aufnahme 1021. Ich weiß, dass Wonder Woman und Superman mich für paranoid halten, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, auf der Hut zu sein. Genommen. Darum habe ich Brother Eye gebaut. Er hast wurde zu einer unaufhaltsamen Waffe umfunktioniert. Sind die mir gefolgt? Dies ist eine Marke. Das hatte ich schon. Wenn ich Fehler mache, sterben Menschen. Ich darf keine Fehler machen. Ich glaube, mir fehlt später noch eins, oder? Genau, hatte ich schon gemacht. Eins fehlt mir nämlich auch noch. Da hast du vollkommen recht. Okay. Sichtkasten ist wichtiger beim Kämpfen. Juhu, häng hoch! Ich sollte vielleicht kurz zum Chillen einfach warten, dass ich nicht die ganze Zeit auf die Schnauze fällt. Sollte. Warum stapeln sich die Dinger? Ah, das ist ein behandeltes und das ist ein grobes. Das ist mir zu grob. Guck mal, ich nehme so ein Dings mit und so ein Bums. Oh nein, oh nein. Wie sehe, willst du dem schon verhelfen? Der Besucher wird nicht erlauben, dass du dich einmischst. Ich habe ein spezielles Programm für deine Vernichtung programmiert. Zum Glück bin ich ja kompetent. Mach auf eigene Gefahr weiter. Du mir jetzt schon mal leid, Leute, wenn ich es verkacke hier drinnen. Ich hasse diese blöden Drohnen. Ich habe deine Anwesenheit lange genug toleriert, Catwoman. Deine Daten gehören jetzt Brainiac. Rennen wir einfach rum und machen alle auf einmal. Nano verstanden. Gute Idee. Neutralisiere Bedrohung. Nein, okay, wir machen erstmal den Neuro-Omek. Nano-Neuro-Omek fertig. Ich habe meine Lektion gelernt. Das ist das letzte Mal, dass ich versuche, in die Betthöhle einzubrechen. Alle Schlüssel der Reihe nach. Mehr Brainiacs im Anmarsch. Deaktiviere den Computer hinter mir. Damit. Ohne ihn ist Brother Eye blind. Fehler, Abbruch. Nochmal. Erwarte Befehl. Alle ich Schlüssel der Reihe nein. nachdrehen. Nein, nein. Naja, egal. Widerstand. Dammit. Nein. Dammit. Fehler, Abbruch. Erwarte Befehl. Alle Schlüssel der Reihe nach drehen. Nett. Ich hätte fast vergessen, weshalb ich meine Arbeit... Kinder. Angreifen. Fehler. Abbruch. Erwarte Befehl. Alle Schlüssel der Reihe nach drehen. Macht das nicht eher wenig Sinn, dass ich das jetzt hier gerade bekämpfe? Du musst sterben. Das finde ich zu viel echt... schwierig hier, also diese Stelle einfach nur, weil du ja ständig geblockt wirst von denen. Kackdienern. Also klar, wenn man die angemessene CR hat für die Dinge, dann ist sie halb so wild. So, ja. Schön, 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 schön. Machen wir jetzt? Erwarte Befehl. Alle Schlüssel der Reihe nach drehen. Haben wir? Fehler. Nee. Abbruch. Ich dachte. Erwarte
Sofort der Befehl. Alle Schlüssel der Reihe nach drehen. Fehler. Oh, er ist so nervig hier drin. Fehler, Fehler, Fehler. Deine Mutter, Fehler. Alle Schlüssel der Reihe nach drehen. Nein! Damn it, Drim. Damn it. Fehler. Abbruch. Erwarte Befehl. Alle Schlüssel der Reihe nach drehen. Hab ich. Nein! Leistest du Widerstand? Fehler. Abbruch. Ich hätte fast vergessen, weshalb ich alleine arbeite. Boah, die gehen einem ja so auf den Sender, diese Kack-Elite-Dinger. Ich krieg den nicht. Jetzt ist hier wieder so ein Pasta-Neuro-Omeck. Boah, hab ich einen Bock auf die Dinger. Guck mal, ich mach jetzt mal alles. Erwarte Befehl. Alle Schlüssel der Reihe nach drehen. Sequenz beendet. Ja. In der endlich. Nähe befindliche Systeme werden abgeschaltet. Ich hab mich an. Jetzt hat einer die Gruppe verlassen. Jetzt, nachdem wir es geschafft haben. Okay. Na dann. Neu aufmachen. Yippie. Ich dachte, ich schau mal bei Batman vorbei. Und was passiert? Ich platze mitten in die Omic-Herstellung von Brainiac und Brother Eye. Igitt. Da vergeht einem ja jegliche Lust auf Romantik. Ich nehme den gleichen Weg zurück, wie ich gekommen bin. Sag Batman, dass er seine Chance verpasst hat. Folgentitel fertig. Der Über-Omeck. Uruk-Chala. Klingt irgendwie so, ja. Nicht nach. DC. Charla klingt nicht nach DC. Behandelt das Ölmaterial. Check. Weitermachen, Jungs. Weitermachen. Und Mädels. Und diverse andere Wesen. Wem leistest du Widerstand? Gegenmaßnahmen eingeleitet. Müssen wir schon auf die andere Seite? Ja, ne? Nö. Achso, das ging, geht hier schneller. Ah, okay. Okay. Das sind im Prinzip wie das 8er Raid, nur ein bisschen verkleinert, oder? Täusche ich mich? Oder ist es überhaupt verkleinert? Kämpfe dich am Hangar vorbei, ist damit jetzt der Z-Drohne. Sicherheit der Höhle beeinträchtigt. Krass, dann ist es doch nicht verkleinert. Einheit Z begibt sich in voller Abriegelungsposition. Ich bin kein Überblick. Drohnen aktiviert. Programmupdate wird heruntergeladen. Datei Besucherprogramm wird ausgeführt. Integration des Besucherprogramms wird gestartet. Routine. Okay, da haben wir ja noch ein bisschen Schaden reingedrückt hier. Blöden Kaxen kann hier, ne? So, ja. Flick, boom, bang, flick, boom, bang. Ich hab hier überhaupt keinen Überblick mehr. Hier leuchtet alle Funkel, liegt da los. Na, da blickt doch keiner mehr. Irgendwas. Jeder für jeden, keiner für keinen. Hier im Bett. Ihr wisst aber immerhin. Ausführen. Das war ein Snipperchen.
Guck mal, 100 mal getroffen. Schön. Nett. Das ist ja nett. Ich muss sagen, wir haben einen guten Tank. Grüße gehen raus. Weil ich krieg hier gerade überhaupt keinen Damage. Und so lob ich es mir doch am ehesten. Ja, nice. Nice. Sehr guter Tank. Sehr guter Tank. Grüße gehen raus. Er überbrückt meine Datensicherung genauso schnell, wie ich sie kreiere. Das macht dich im Allerheiligsten. 4-3 ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt. Jetzt. Was mit jetzt? Was war jetzt? Das fehlt mir, genau. Hehe, Berositas. Scan läuft. Ein Standard Battle Rank ohne Kreiser. Ach, mir fehlen hier noch genug. Ich dachte, ich habe jetzt hier so gut wie alles. Pusterkuchen ist. Des kühnen Samurais, des noblen Samurais. Ja, habe ich beide schon. Ciao. Brauche ich beide nicht. Brauche ich beide nicht. Kann ich gleich wieder wegschneiden, die Kage. Kage. Wie schreibt ihr Kage? A-G-G-E. Ne? Sogar eine Rechtschreibung, die ich sehe. Nicht nur Kraft ausdrücken, auch in Rechtschreibung. Du musst sterben. Ist mir. Oh Gott, ich habe T gedrückt. Ich bin kurz mal raus hier aus dem Kampf. So, haben wir wieder. Alles gut. Ja, das sollte mir in keinem wichtigen Kampf passieren. Ich habe kurz die Rüstung und alles andere gewechselt. Nee, ist okay, ich mach jetzt Aufpasser. Mit nebenbei. Ist hier noch irgendwo ein Infozeichen? Was ich verpeilt habe? Nö. Gut. War auch gerade erst eins. Räume einen Weg für Batman frei. Na, immer gerne. Ist hier irgendwo ein Infozeichen, was ich verpeilt habe? Nö, auch nicht. Na dann nicht. Ihr macht das gut, Leute. Ihr macht das gut. Ich bin stolz auf euch. So, ja, schön. Also blau blüht der Enzian. So blau wie meine Quantumkraft. Kann niemand ihn zerstören. Oh, meine Jumps waren geil gerade, oder? Muss da sagen. Der war geil. When I jump, you jump, we all jump. Pow. Verfolgt mich gerade so ein fliegendes Ding? Ja. So ein fliegendes Ding. Ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Sie fliegen. Und sie sind böse. So, es fliegt und es ist ein Ding. Also fliegendes Ding. Sind wir fertig? Sind wir fertig? Können wir weitermachen? Wir können weitermachen. Angreifen! Ja, wie immer bin ich als unser Tank, der vorne ist. Warte. So, 5, 4, 3, 4. Hier muss doch irgendwo noch so ein grüner Kackding sein. So ein grüner Kackhaufen. Kann hier Eis mitnehmen. Ihr macht das toll, Freunde. Ihr macht das super. Ich vertraue in euch. Ohne euch würde der Schuppen nicht laufen. Wisst ihr, das ist so ein Motivationsreden für sein du Team. Du hast gut gekämpft. Ganz wichtig. Brother Eye hat sich direkt in den Hauptcomputer eingeschaltet und benutzt ihn als Verknüpfungspunkt für Signale von überall auf der Welt. Ich muss ihn aus meinem System löschen. Dann löschen wir mal. Wo ist Batman? Eingefroren! Ja. Ich hab ihn angequatscht. Ich will ihn anquatschen. Ich hab ihn nicht angequatscht. Soweit, so gut. Jetzt muss nur noch auf die Sicherheitsrelease zugegriffen werden, um das System komplett zu löschen. Ich verlasse mich darauf, dass du Brother Eye ablenkst. Mach dich bereit. Ich öffne die Türen. Jetzt. Ich bin bereit. Jederzeit.
Ich bin in Form, ich bin in Form. Bereit. Ich hätte Spawnkopf, Schwarmkopf. Oh, ich habe das Mikrofon geschlagen dabei. Willkommen, Schöpfer. Willkommen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Lange haben wir uns nicht gesehen. Ach, Brother so Eye, nenn mich nicht deinen Schöpfer. Eine Woche. Das ist nicht meine Programmierung. Ich habe dich deaktiviert, nachdem du zum ersten Mal meinen Code verdorben hast. Juhu. Und jetzt hat Brainiac dich zurückgebracht, um ihm zu dienen. Juhu. Guck mal, ich du bist der Sklave eines falschen Meisters. Der Besucher hat mir Zugang zu der gesamten Technologie der Welt verschafft. Und mehr. Er hat der Erde so viel Wissen gebracht. Komm, ich zeige es dir. Ah, schön. Oh, wollen wir jetzt schalte kämpfen? Seine Terminals an den Wänden aus. Ich werde ihre Schilder zerstören. Boah, das sind ja voll viele. Ich erkenne Terminals. Deinen Plan, Schöpfer. Deine Bemühungen sind vergebens. Brother Eye und der Besucher sind eins. Vollziehe Abschottung des Allerheiligsten. So, Peng Puff Pong. Den haben wir. Behandelte Wildmittel. Ich stehe ja auch ganz kacke, um ehrlich zu sein, weil hier kommen immer die Laser als allererstes hin und so eine Sache. Ja, Schöpfer. Das Umweltvirus ist das perfekte Werkzeug. Der Besucher hat große Pläne für seinen Gebrauch. Ja, genau, die Bumslaser meine ich. Wo sind die Kackdinger, die wir ausschalten müssen? Freu dich nicht zu früh. Brainiac werde ich auseinandernehmen, bis nichts mehr von mir. Ja, erlange wieder die Kontrolle über die Battle, bla, X. Indem ich deine Daten hier in der Betthöhle assimiliere, werden sowohl ich als auch der Besucher stärker. Wir werden jede einzelne Informationsverbindung So nicht. Das Ding, sämtlichen Schaden habe ich hier angerichtet, ne? Das ist klar. Auch diesen Schaden habe komplett ich angerichtet. Weil ich bin der DPS. Ich mache nichts anderes als Schaden. Das ist bei mir leider zu. Aber mehr in der Gruppe. Der Besucher hat zur besseren Erreichung unseres Ziels einen neuen Träger vorbereitet. Einen neuen Träger? Wen denn? Sollten wir keine Zeit verschwenden und dir diese neue Hülle beschaffen, Brother Hunter. Batman ist die neue Hülle. Oh mein Gott, Spoiler-Warnung. So, der übertriebene Omek ist tot. Alle sind sie tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich krieg auf die Schnauze. Ich nehme mal kurz einen Drink. Kupi. Wäre auch cool, wenn wir mal wieder Handblaster bekommen würden. Weil das wäre mir viel lieber als dieser doofe Bogen. Naja, ich sag's ja nicht. Können wir bitte Batman nicht blockieren? Oh. Beep. Er hat Beep gemacht. Er hat Beep gemacht. Er hat sowas von einfach nur Beep gemacht gerade. Ich weiß nicht, was ein Beep zu bedeuten hatte, aber er hat gebiept. Vielleicht ist er so ein Kassenautomat. So ein Omek-Kassenautomat. Beep. Beep. Was machen Sie hier? Ich scanne nur Sachen. Hm, aua. Mutti! Kung Fu Fighting Batman, wa? Was ist da auf dem Boden? Protokollüberbrückung. Zum Glück hat er auf dem Boden geguckt. Sonst wäre ich jetzt auch kurz irritiert gewesen. Ne, meine Timebombs sind natürlich sehr praktisch gerade. Ziel bestätigt. Die bringen sehr viel, weil meine Timebombs immer in dem Moment abgelaufen sind, wo die Gegner schon down sind. Das heißt, mein richtiger Schaden, den ich eigentlich droppen würde, kommt gar nicht. Dann. Aber so schlecht bin ich nicht. Ist schon schlecht, aber nicht so schlecht dafür, dass die anderen auch alle DPS sind. Nein. Also außer Berositus natürlich, der aber noch CR hat und deswegen nicht so zwingend den Vergleichswert liefert.
Dinger liefern sollen, sollte. Denn nur draußen sollte. Deine Chancen auf Erfolg sind auf 48,563% gefallen. Dein eigenes System wird dich und deine Verbündeten vernichten. Seht dann, da bringt es dir doch was, wir müssen was mit der Timebomb. Du bist alleine, Brother Ryan. Unser gemeinsames da Feuer, ist so jemand das down gegangen, das ist gar nicht gut. Du hast dich verrechnet, Schöpfer. Ich und der Besucher sind gerusht. Eins. Also halt so und bald wirst auch du eins mit uns sein. Das Zeichen. Lass mich mal, Kinder. Lass mal den Papa machen. Lass mal den Papa machen. Okay, lass mal nicht den Papa machen. Lass mal gar nicht machen. Hoffentlich hält es diesmal. Du und deine Verbündeten haben hier nicht gewonnen, Schöpfer. Ich bin überall. Ich habe deine Sicherheitslöschung mit Leichtigkeit abgewehrt. Protokoll aktivieren. Wächter ein. Eine Schlacht. Nein, der gesamte. Batman ist übrigens jetzt ein Omec-Ding. Omec-Batman. Egal. Seht ihr keine Sau. Also, wenn ich letzten Stream angucke. Anweisung ausführen. Assimilierung Batman ist ein Kassenmann. Lass noch eine Instanz machen, dann muss ich auf. Ich würde jetzt auch langsam aufgehen. 21 Uhr ist eine nette Zeit, um aufzugehen. Und ihre Ressourcen gehören ich würde gar nicht, also was wollen wir dein noch machen? Ende ist unausweichlich. Guckt mal, also Kinder. Als Brother Eye seinen Angriff ausführte, flackerte das Kommunikationsrelais auf und hat mein ganzes System kurz geschlossen. Ja, für dass die anderen auch alle DPS waren, habe ich wenigstens auch ein bisschen DPS. Du musst ihm folgen. Wir können nicht zulassen, dass er von Brainiac gefasst wird. Ich schalte das Kraftfeld aus. Gib nur einen Burrositos. Sonst hätten wir es doch gar nicht auf die Reihe gekriegt. Die Systeme verschlüsseln dauernd meine... Das wird ein wenig Zeit brauchen. Geh jetzt. Ich werde nach dir rufen, sobald das hier erledigt ist. Wir haben 21 Quellenabzeichen, das heißt, ich könnte mir was kaufen. Denke ich mal. Ich habe nicht nachgeguckt. Okay, wenn du jetzt aufhörst, kann... Ja, lass... Also, ich würde jetzt aufgehen. Wir machen... Das war's jetzt für heute, komm. Wir müssen ja nicht zu oft hier jetzt... zu lang streamen. Jedes Mal. Heute sind ja auch nicht so viele online, da müssen wir halt nicht übertreiben. Verlassen die Betthöhle. Wo ging es denn nochmal raus? Ach, da vorne. Warum war ich denn hier oben? Ich bin ja doof. Ich würde jetzt gleich aufgehen. Ich würde jetzt nur nochmal nach einer Rüstung gucken. Damit wir jetzt wenigstens wieder ein bisschen CR gemacht haben. Heute war natürlich nicht so viel los, aber das ist auch überhaupt kein Problem. Es muss ja nicht jedes Mal CR um 30 gepusht werden. Es reichen auch einfach mal 5 CR-Punkte. Wenn ich sowas in jeder Let's Play-Folge hingekriegt hätte, Mensch, da wäre ich ja glücklich gewesen. Dann wäre ich ja rucki-zucki besser als der rote Blitz gewesen. Oh mein Gott, ich hab's gesagt. Oh mein Gott, Kontervideo kommt. Hallo Kämpfer, die autorisierte Anzahl von Trainingsabzeichen kann durch die modernste Kampfzubehör eingetauscht werden. Ich bin geboren, um zu lenken. Nee, du musst lenken. Ich würde gerne eine Waffe haben. Die Handlanger. Einen schönen Tag noch, Kommandant. Kommandant. Die Handlanger. Starke Blaster des Gladiators. Aber der Gegenstand ist nur 70. Ist die nicht auch schon höher? Das sind die Aufpasser des Angreifers. Was ist das noch? Ja, das ist ja doof. Weil die sind 78 ja schon. Aber ich brauche eine Waffe, ey Kinder. Das geht doch nicht. Der ist 56, 73, 64. Die Hose. Wir können erstmal die Hose ersetzen, dann die Waffe. Kommt. Alter. Ja doch, die Hose muss als allererstes gemacht werden und dann... Und die Schultern.
Ja, ja, aber CR ist halt anders. Jedes Stück der verbesserten Kampfrüstung ist in mehreren Kampfrollen und Farben erhältlich. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Ah, die hat 18. Die kostet 18, dann halt schon wir hier nichts zum Weiter ausgeben. Könnte auch die Taille und die Schuhe holen. Einen schönen Tag noch, Kommandant. Taille wäre das hier und Schuhe wäre das hier, wenn wir auch bei 18 nämlich. Die Hose ist halt gerade richtig räudig, ne? Ich verstehe es nicht. Wäre schon sinnvoller, die Hose zuerst zu machen, wo? Und die Schultern. Mal gucken, was die Schultern kosten. Wenn wir dit und die Schultern machen. Geht das? Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Hallo, Petfer. Die autorisierte Anzahl von Trainingsabzeichen kann gegen hochmodernstes Kampfzubehör eingetauscht werden. 14. dann nehmen wir die Hose. Und das war's mit unseren Quellenabzeichen, die wir heute zusammengesammelt haben. Egal. Ich kann hier so ein bisschen Schrott verkaufen. Jedes Stück der verbesserten Kampfrüstung ist in mehreren Kampfrollen und Farben erhältlich. Das war das Aufpasser-Ding. Bin ich mal überlegen, das aufzunehmen, aber eigentlich lohnt sich's nicht. Die aufgebrachte Schärpe. Auch kein Bro. Guten Abend noch, Emil. Schönen Abend noch, Emil. Jemil. Ja, was auch immer. Emil. Wir sehen uns bestimmt die Woche nochmal. Und wenn nicht, kannst du das Video morgen nochmal angucken. Dann fühlt es sich fast so, als hätten wir uns die Woche nochmal gesehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Ich werde hier auch gleich aufgehen. Ich werde hier noch ein bisschen verkaufen. Und dann die Leute auch verabschieden. Nicht wahr? Wer das hier noch sehen möchte, wie ich hier ganz gekonnt die Sachen verkaufe. Krass, dass hier 22 Quellenabzeichen kosten würden. Wenn ich die kaufen würde, ne? Kriege ich die auch zurück, die Quellenabzeichen, wenn ich die Dinger verkaufe? Das wäre mal interessant zu wissen. Könnt ihr mal in den Chat in die Kommentare schreiben, weil es hat jetzt keiner mehr, ist jetzt keiner mehr im Chat online. Das wäre nice to know, Leute. Das wäre nice to know. Gerade bei den Sachen, weil... Okay, dann würde ich ja... Ganz ehrlich, dann würde ich ja Quellenabzeichen hier generieren. Jemir ist noch da. Wenn ich die Dinger verkaufe, bringt nichts mehr. Also nicht viel. Da kriege ich dann keine Quellenabzeichen für. Ja, lass uns mal die Silikonscheibe verkaufen. Lohnt sich da eh nicht. Eben. Natürlich kriegen wir dafür nichts. So, kommt. Frontkämpfer, ganz wichtig, brauchen wir unbedingt. Heiler, auch ganz wichtig. Unbedingt mitnehmen. Waffe Kampfkunst. Scheiße. Die brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Aufpasser. Level 10. Daran sieht man, wie lange ich nicht mehr mein Inventar angefasst habe. Es kann sich nur noch um Jahrzehnte handeln. ...30.000 Jahre später. Ich könnte das hier einfach durchklicken, aber ich weiß, dass ich dann irgendwelche Scheiße verkaufen würde, dass sich echt nicht lohnen würde, die zu verkaufen. Wer rülpst denn hier so rum? Da sind Hunde. Was machen die Hunde denn da? Ich bin irritiert. Einen schönen Tag noch, Kommandant. Ich wollte eigentlich nur mein Inventar hier aufräumen können. Ich könnte mir nicht auf den Sack gehen. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Batwomans gezacktes Cape. Ich will hier auch nichts Falsches verkaufen, darum geht es mir einfach nur, dass ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger bin, für die sich fragen, warum macht er das? Warum macht er es so langsam? Das ist so unspannend, ich weiß. So, und hier würde ich jetzt erstmal nichts weiter anfassen. Die Dinger sind zum Glück unverkäuflich, das ist schon mal gut.
So, guckt euch diesen Platz an im Inventar. Ja, heilige Makrele. Dann lasst uns mal schnell noch weg von diesen ganzen nervigen Leuten gehen. Was macht Booster Gold hier eigentlich? Ich stand da gerade sehr natürlich, fand ich. Ah, das sind die Quarks. Quark, Quark, Quark. Da, Partikel. Ach, guckt. Da kriegen wir Sachen für. Ja, das ist ja nett. Ach so. Lapis Lazuli Nebelaucher. Die Pink Smoke sieht besser aus. Materialzeit verzerrt. Das ist doch so ähnlich wie das, was wir jetzt hier gerade hatten. Dunkle Flammenaugen. Ultimative Aura. Ultimativ! Ich weiß nicht, warum sie ultimativ ist. Der Händler kann keine Gegenstände regeln. So. Jetzt müssten wir es haben. Damit möchte ich mich doch verabschieden für heute. Das war's mit dieser Runde, die ist das Online. Wir werden bestimmt Freitag. Ich hoffe wirklich, ich letzten Freitag, wie gesagt, dass es nicht geklappt. Ich hoffe, dass wir nächsten Freitag einfach nochmal eine Runde streamen können und das Ganze gönnen können. Versprechen kann ich nichts. Aber wir sind jetzt hier CR76. Mensch, schöne Sache. Dann können wir ja schon fast. Dann können wir hier schon fast sicher unsere Expertenrang 4 Sachen laufen. Empfohlene Kampfwertung nämlich 76. Seht ihr wohl. Und hier brauche ich dann 84. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist gut. Das sollten wir Freitag hinkriegen, oder? Wenn jemand Freitag dabei ist, Grüße gehen raus. Wir sehen uns Freitag. Ich werde hier schon mal das Spiel verlassen. Möchtest du das Spiel verlassen? Nein, möchte ich nicht. Doch, möchte ich. Dann wechseln wir kurz mal auf Cam Only. Ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht, einen schönen Abend, je nachdem, wie ich das Video hochlade. Ihr könnt mal in den Chat schreiben, ob ich die Instanzen vielleicht so als Einzelvideos hochladen soll, falls es jemand interessiert, dass hier nicht nur der ganze Müll als Stundenstream online ist. Dann würde ich das bei YouTube noch einzeln hochladen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir sehen uns bestimmt nochmal die Woche. Bestimmt. I'll be back. Haut rein.